Wir sind die Gruppe Netzpolitik News Push und wir sind tatsächlich aus der Brainstorming-Gruppe Netzpolitik und Überwachung entstanden. Und dabei kam mich die Frage oder das Problem hauptsächlich hoch, dass manche Menschen einfach zu wenig über aktuelle Netzpolitik wissen und einfach nicht mitkritisieren können, was eigentlich gerade überall falsch läuft. Und wir wollten eigentlich was daran ändern und haben uns gefragt, wie können wir das ändern? Wir können das ändern durch unser Endprodukt. Unser Endprodukt ist eine Webseite mit den aktuellen netzpolitischen Nachrichten. Dadurch, bei unserem Endprodukt gibt es eine Push-Benachrichtigung für unbewusste Informationsübermittlung. Das heißt, ihr hockt gerade auf Instagram, ihr hockt gerade auf irgendeiner Webseite und arbeitet gerade in eurem neuen Projekt, wisst aber gerade gar nicht, was bei den netzpolitischen Themen gerade abgeht. Und auf einmal kriegt ihr eine Push-Benachrichtigung, dass schon wieder was falsch läuft und denkt euch, was geht hier eigentlich ab? Die Daten und Technologien, die wir benutzt haben, sind ganz vielseitig. Wir haben zum einen Informationen aus einer Newsseite genommen, die netzpolitik.org heißt. Und davon hat unser Server immer wieder die Informationen gedownloadet. Dieser Server hat dann mit der API zusammengearbeitet. Ja, diese beiden waren das Backend unseres Projekts. Die API hat die NutzerInnen informiert, dass es neue Informationen über die aktuelle Netzpolitik gibt. Und damit war auch das Frontend unseres Projekts geschaffen. Also, jetzt kommen wir zum Backend. Wir haben das Backend hauptsächlich in Python programmiert und wir haben unsere News aus der Internetseite netzpolitik.org aufgerufen. Die Seite könnt ihr auch gerne mal aufrufen. Wir haben die News, die auf dieser Seite stehen, in unserem Skript gekürzt und auf dem wichtigsten Inhalt zusammengefasst. Und das wird dann halt dem Nutzer angezeigt. Wir haben die Website mit Flask erstellt und die Daten ausgelesen mit Beautiful Soup. Ja. Und die Website in Flask ist auch schon ein gutes Stichwort. Und zwar das Frontend, also die Website selber. Das ist ganz klassisch mit HTML, CSS und Bootstrap Framework entstanden. Und die Funktion ist eben dabei, wenn man diese Push-Benachrichtigung kriegt, dann kann man auf die draufdrücken natürlich und dann öffnet sich diese Website. Und die zeigt dann eben die Artikel von netzpolitik.org an, allerdings in gekürzter Fassung. Also damit man da ganz schnell über die wichtigsten Punkte informiert wird. Und dann kann man sich eben diese Kurzfassung durchlesen und wenn man mag, auch noch auf den Originalartikel sich weiterleiten lassen. Und genau, die Notifications, die werden dann über eine eigene API verschickt mit einer App namens Notify. Und das hat dann eben diesen Ablauf, dass da dann eben der Link zur Website hinterlegt ist. Und wir gucken uns dann auch einmal diese Website und gleich auch die App-Notifications in der Live-Demo an. Also das ist eben besagte Website und das sind eben Originalartikel von netzpolitik.org, nur halt eben mit ganz wenigen Sätzen nur zusammengefasst, sodass man halt das Wichtigste hat. Und jeder dieser Artikel, wenn da neuer dazu kommt, dann gibt es eben dazu die Push-Benachrichtigung und dann ist er auch ganz oben auf dieser Internetseite drauf. Und am Ende der Seite finden wir auch den Subscribe-Button. Wenn man da draufklickt, das macht auf dem Laptop nicht viel aktuell, aber auf dem Handy kann man dann, wird man dann automatisch in den App Store weitergeleitet und erhält diese Notify-App, die dann die Notifications ausliefert. Und dann gucken wir uns als nächstes an, wie diese Notification aussieht. Genau, also jetzt triggern wir mal ein Event, dass wir sehen, wie die Notifications aussehen, auf der Website als auch auf dem Handy. So, genau. Hier könnt ihr es auf dem Handy sehen, im Livestream. Und ihr hier vor Ort könnt es auf der Desktop-Version sehen. Genau. Ja, jetzt seht ihr hier nochmal auch vor Ort die Screenshots, wie es aussehen kann bei den Benachrichtigungen. Einmal als Handy-App, da, und einmal dort als Benachrichtigung selbst auf dem Handy oben, als Push-Benachrichtigung. Genau. Genau, wie könnt ihr die selbst aktivieren? Auf dem Handy geht ihr einfach dann auf die Notification drauf. Das könnte ich jetzt für den Stream fortführen.
schön, Handy, dass du dich selbst sperrst. Genau, also auf dem Handy gehe ich auf die Notification drauf. Oh, fuck. Egal, jedenfalls geht ihr dann auf die Website drauf und könnt dann auf den Subscribe-Button drücken. Und dann wird euch die App angeboten zum Download. Ja, und dann gibt ihr halt in der App selbst als Stream Netzpolitik News-Push halt ein. Und dann habt ihr es. Und bei der Web-App seht ihr hier den Link. Nun, unsere Website ist natürlich noch nicht perfekt, weil wir nicht genug Zeit hatten. Und der erste große Punkt, den wir verbessern möchten, ist, wir möchten noch aus mehr Quellen unsere Informationen beziehen. Und das verstärkt mit dadurch, dass wir unsere Website noch verschönern möchten, gibt es ein besseres Interface für den Benutzer. Außerdem möchten wir unseren Server noch stabiler machen, damit es auch wirklich immer kommt und es nicht zu Ausfällen kommt. Und danke für eure Aufmerksamkeit. Das war unser Vortrag zu Netzpolitik News Push. Super, vielen Dank an euch. Ihr hattet es jetzt auch schon auf dieser Slide mit drauf, diesen Punkt, dass ihr mehr Quellen gerne nutzen wollt. Glaubt ihr, das ist technisch schwierig umzusetzen? Also theoretisch, wenn die Quelle genauso ansprechbar ist wie die aus der RSS-Feed von netzpolitik.org, dann ist es theoretisch super einfach, weil dann müsste man eigentlich nur diesen Link als weitere Quelle angeben und noch bei den IDs zwei, drei Sachen ändern. Das wäre dann ganz einfach hinzugefügt. Und wenn es aber nicht so ist, dann muss man halt es leicht anpassen, aber wird auch ziemlich leicht werden wahrscheinlich. Okay, also wir können mit noch mehr Quellen in Zukunft rechnen. Ihr habt uns auch noch was anderes mitgebracht, was hier vorne steht. Ihr könntet das noch mal kurz in den Raum halten, dass es vielleicht alle sehen und dann in der Kamera zeigen. Was habt ihr denn da noch als Side-Projekt gemacht? Also vor allem für die Leute im Stream, ihr kennt es, wir reden von irgendwas, ihr versteht aber nur Bahnhof. Und das ist genau das Nerdisch-Deutschbuch. So versteht ihr uns endlich. Genau, eine super Idee. Vielen Dank dafür und vielen Dank an das Team Netzpolitik News Push.